So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Heute möchte ich mal mit euch über das Thema Erleuchtung sprechen. Da gibt es ja viele Irrtümer, viele Mythen und ja, es ist auch die Frage, was ist überhaupt Erleuchtung? Ja, schauen wir uns mal an, was auf jeden Fall mal nicht erleuchtet ist. Also nicht erleuchtet sind zum Beispiel Menschen, die sich zum Beispiel für alles verantwortlich fühlen. Sind nicht, meines Erachtens, nicht erleuchtet. Nicht erleuchtet sind Menschen, die im Hamsterrad treten. Nicht erleuchtet sind Menschen, die zum Beispiel glauben, sie müssten eine Berufskarriere machen, um irgendwie Verwandte oder Bekannte oder Nachbarn zu beeindrucken. Das sind alles Leute, die meines Erachtens nicht erleuchtet sind. Ja? Es ist mir auch schwer vorstellbar, dass diese Leute auch wirklich glücklich sind. Ja, ist ja die Frage, soll man sich jetzt gar nicht mehr verpflichtet fühlen? Soll man es überhaupt noch irgendwas tun in der Welt oder so? Ja, es ist ja so, man kann oder man sollte schon was tun, um Menschen zu helfen, aber es sollte immer Freude dabei sein. Also es sollte nicht so sein, dass man es meint, man ist verpflichtet oder meint, man muss. Ja, also am besten, wenn man erleuchtet sein will, sollte man die Worte muss und Pflicht aus dem Gedächtnis streichen, also aus dem Wortschatz streichen. Weil wenn jemand verpflichtet ist und jemand was machen muss, dann macht das ja nicht unbedingt gern, ja, sondern also macht das auch nicht von Herzen, sondern er meint, er müsste das, diesen, das, jenes machen. Also jetzt, ich gebe mal ein Beispiel: Jemand arbeitet zum Beispiel in der Pflege, ja. Wenn jetzt man das Gefühl hat, ja, man tut was Gutes, also es macht die Arbeit macht Spaß, man wird auch gut bezahlt, man wird auch gut behandelt und so weiter. Also wenn das Paket stimmt und man ist glücklich damit, dann würde ich auch jedem empfehlen, macht es weiter. Ja, dass man tut eine gute Tat. Andererseits wiederum, man geht dahin, also auch in diesem Pflegejob, und man wird jetzt zum Beispiel gemobbt, schlecht bezahlt, schlecht behandelt. Ja, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, die Situation zu ändern. Warum? Wenn ich nicht glücklich bin, ja, dann mache ich was falsch. Ja, Glück ist immer die Belohnung für das richtige Handeln, ja, im Universum. Wer unglücklich ist, macht etwas falsch, grundsätzlich. Ja. Also, dann muss ich das Verhalten ändern. Jetzt ist natürlich, jetzt denken halt viele, ja, wenn ich den Pflegejob jetzt zum Beispiel hinschmeiße, wer macht das denn noch? Solche Leute, die so denken, sind nicht spirituell, haben nichts verstanden. Warum? Weil die Göttlichkeit immer dafür sorgt, dass so und so viele pflegebedürftige Menschen da sind, wie du sie tragen kannst oder du sie tragen willst, ja. Beziehungsweise kommen von der Göttlichkeit dann dementsprechend helfende Hände. Es ist ja auch so, wenn jetzt angenommen jemand, also denjenigen, der jetzt in der Pflege arbeitet, dem würde jetzt der Blitz treffen, ja, und würde tot umfallen, dann müsste ja jetzt quasi die Pflegestelle ja auch gucken um einen Ersatz. Und genauso ist ja auch mit den Firmen. Also von dem her gilt das Sprichwort: Nimm die Welt von deinen Schultern und du wirst sehen, sie wird nicht fallen. Das ist also quasi ein Weg, wie man dieses Erleuchtungsfeeling erlangen kann. Also Erleuchtung ist quasi so ein Feeling, könnte man sagen. Also man befindet sich quasi auf so eine Welle, ja, der Erleuchtung, ja, und diese Welle macht einen, also erzeugt ein sehr glückliches Dasein. Ja, wie kann man Erleuchtung erlangen? Also stellt euch einfach mal vor, euer Bewusstsein, ja, ist außerirdisch. Also ihr seid mit einem außerirdischen Raumschiff hierher gekommen und habt quasi den Körper, den ihr ja bewohnt, einfach besetzt. Ja, also ihr Körper ist nur in ein Vehikel, ja, um diese Welt zu beobachten, zu erforschen. Ja, so ist es ja eigentlich in der Wahrheit. Weil wir müssen ja alle wieder gehen, also müssen den Körper eh ohnehin wieder verlassen. Aber dass man sich das mal richtig vorstellt, ja, dass man eigentlich nur Gast ist auf dieser Welt, ja, wie würdet ihr im Nachhinein also quasi handeln, wenn euch das mal bewusst ist, ja? Manche Leute sagen, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die sagen, ja, man sollte jeden Tag als erleben, als wäre es der letzte, ja, und die gleichen Leute sagen, oh, aber ich muss aber jetzt morgen wieder arbeiten. Da steckt ja schon drin, ich muss morgen wieder arbeiten, ich muss, ja. Warum musst du? Warum musst du? Du musst gar nichts, ja. Also es gibt kein Muss, es gibt nur das Muss, was man sich selber auferlegt. Also, wenn man einen Deal macht mit dem Universum, man kann jederzeit einen Deal machen im Universum. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich wollte, ja, könnte ich sagen, ich will jetzt nichts mehr tun, gar nichts mehr, bumm. Ja, also nur noch am Computer hocken und zocken. Ich kann diesen Deal mit dem Universum ausmachen, ja, weil das, was ich dann nicht mehr lerne, kann ich in den nächsten Leben
Umsetzer. Ja, also das, was ihnen, immer euch muss eins klar sein, das, was ihr in diesem Leben nicht schafft oder erreicht oder macht, könnt ihr alles in eurem nächsten Leben nachholen. Und das ist doch die wunderbare Botschaft, die glücklich machen, die Botschaft. Also nehmt doch das Ganze easy. Also nehmt das ganze Leben easy. Nehmt es locker. Ja, das ist Erleuchtung. Geht hinaus in die Welt, beobachtet. Bleibt schweigsam, seid die schweigsamen Beobachter der Welt. Ja. Und am besten ist, wenn man wirklich dieses Erleuchtungsfeeling erreichen will, dass man wirklich zumindest mal für eine Zeit lang das so macht, dass man sagt, okay, ich zwinge niemandem mehr meine Meinung auf, ich diskutiere nicht mehr, lasst die Diskussionen, glaubt an nichts mehr, glaubt an keine politischen Ideale mehr, glaubt nicht an Gurus oder Erfolgscoaches oder an sonst was, glaubt an nichts mehr, glaubt nur noch an eure Verbindung mit dem Göttlichen, nur an das, ja. Und beobachtet die Welt, geht hinaus, beobachtet die Welt, ja. Und wenn euch jemand kritisiert, stellt euch vor, ihr seid ein Geist, die ganze Kritik geht euch in euch hindurch, ja. Und ihr müsst sie ja nicht annehmen. Aber hört auf, euch zu rechtfertigen. Hört auf, Widerworte zu geben oder zum Streiten und zum Scheiden. Nein! Wenn euch jemand kritisiert, lassen labern, blub, 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 ja. Denkt einfach, ja, labern kannst du schon viel. Guckt einfach so an, so nach dem Motto, ja, labern kannst du schon viel, aber es juckt mich nicht. Also, das ist das beste Form von Wehren, weil viele sagen, ja, man muss sich doch wehren, man muss sich doch durchsetzen. Das beste Form von Wehren ist einfach, dass man die Kritik nicht innerlich annimmt und einfach gar keine Antwort mehr gibt. Also, oft ist die gar keine Antwort zu geben die beste Antwort. Wenn ihr das mal länger Zeit praktiziert, dann werdet ihr sehen und fühlen, was Erleuchtung ist. Ihr kommt in dieses Erleuchtungsfeeling. Es ist ein Feeling. Ja. Wenn ihr dann ein bisschen mutiger seid, könnt ihr das auch zum Beispiel in einer Firma umsetzen. Ja. Also zum Beispiel in einer Firma, wo ihr zum Beispiel eh schlecht bezahlt oder behandelt wird, würde ich das Experiment sofort jederzeit umsetzen. Also wenn ich nur arbeiten würde. Geht in die Firma rein und arbeitet doch mal so, wie ihr wollt. Das heißt langsam. Arbeite langsam, schön gemütlich, trink einen Kaffee, wenn du Lust einen Kaffee hast. Wenn du spazieren gehen willst, geh spazieren. Ja, mach's doch einfach mal, trau dich doch mal. Wenigstens einmal, ja, einmal in deinem Leben. Und dann, wenn irgendein Kapo kommt oder ein Kollege, natürlich wird auch schon mal ein Kollege sagen, ja, was ist mit dir los? Sag nichts. Grundregel, sag am besten nichts. Tu so, behandle den so, ja, labern kannst du so viel, aber es juckt mich nicht. Dann geh einfach weiter, ja. Und dann werdet ihr mal sehen, wie die so klein schrumpfen. Weil wenn ihr Widerworte gibt, immer wenn ihr meint, ihr müsst euch verteidigen, da hat er schon seine Palette von Sachen, was er dann sagt und wie er die wieder platt macht und wie er die dann gegen die Wand drückt. Ja. Nichts sagen ist oft die beste Taktik. Ja. Oft das beste Argument ist oft, wenn man einfach nichts sagt. Lass ihn doch labern. Ja. Stell dir vor, das ist einfach ein Fisch, der macht blub blub. Ja. Und ist in seinem Wasserglas und juckt die das, wenn der Fisch blub blub macht? Nö, eigentlich nicht, ja. Und das würde ich doch mal, klar hat mal, oder vielleicht mal ein paar Tage durchziehen, ja. Tom Watkinson hat mal von einem krassen Fall erzählt, also dass er mal in einer Firma war und da war so ein Typ, der hat irgendwann einfach nichts mehr gearbeitet. Der war nur da, wie so ein Gespenst. Das war krass. Der ist nur rumguckt und ist rumgelaufen, aber das Phänomen war, der ist nicht kritisiert oder geschimpft worden, von dem Chef oder vom Abgeber. Und das war ein Phänomen. Der war halt da. Der war einfach nur da und hat aber nichts gearbeitet. Er war aber in der Firma anwesend. Ja. Und irgendwann hat es einmal geheißen, okay, der ist gestorben oder was. Aber ich sag euch was der Typ gemacht hat. Der hat einen Deal mit dem Universum gemacht. Der hat gesagt, hey Leute, ich habe schon so viel gearbeitet. Hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach nur den Lebensabend genießen, dass wenn ich weggehe von dieser Erde, dass ich sagen, okay, so schlimm war die Erde nicht. Also, er will ja nicht weggehen. Wer will schon weggehen von der Erde und sagen, oh, war das ein Scheiß. Du hast schon, ich habe nur gearbeitet, war nur das Hamster am Hamsterrad. Mann, war das ein Dreckplanet, ja. Und so hat er einfach einen Deal gemacht und gesagt, hey, ich gehe jetzt einfach in die Rente. Also ich gehe jetzt einfach in den Lebensabend, in den echten Lebensabend, ja. Und das war einfach der Deal mit dem Universum. Und so einen Deal kann man jederzeit machen. Und das ist dann Erleuchtung. Nehmt es euch nicht so wichtig. Noch ein Tipp, um Erleuchtung zu erreichen, gibt es auch zum Beispiel die Technik, dass man zum Beispiel mal abends mal zu den Sternen schaut, ja. Man den Nachthimmel betrachtet, man schaut mal, wie riesig das Universum ist und wie klein man doch selber ist. Man ist doch nur ein Staubkorn im Universum. Und trotzdem nehmen wir uns so wichtig. Trotzdem meinen wir, wir müssen Berufskarriere machen, wir müssen Statussymbole haben, wir müssen Darsteller, man braucht eine Frau, man braucht eine Freundin oder so, jetzt bei den Männern, man braucht dies und das und jenes. Dieses ganze Brauch, das ist eigentlich nur wichtig Getue des eigenen Egos. Das ist doch gar nicht wichtig. Ja, irgendwann sterben wir eh und dann ist doch eh alles wurscht.
Ja, das ist alles wichtig, tue. Nehmt euch nicht so wichtig. Nehmt euch raus aus dem Ganzen. Und ihr werdet sehen, ihr seid total frei. Ja, total frei. Ja, ich bin einmal in der Badwand gelegen, zum Beispiel. Da habe ich diesen Erleuchtungskick gehabt, weil ich dann gedacht habe: Mei, Jürgen, das Wichtigste, was du erleben wolltest, hast du schon erlebt. Eigentlich ist doch alles scheißegal, was du machst. Es ist alles scheißegal. Ich kann doch jetzt machen, was ich will. Es ist doch im Endeffekt wurscht. Und dieses Gefühl, das hat mich glücklich gemacht, ja. Und jetzt wollen natürlich viele sagen, ja, das ist doch verantwortungslos, man hat doch eine Familie zu ernähren und so weiter und so fort. Ja, zum Beispiel der Familienvater, ja. Erstens mal ist es ja schon mal stockkonservativ und steinzeittechnisch gedacht, dass ein Mann immer nur der Ernährer sein muss von der Familie. Das ist schon mal altmodisch bis unter das Dach, ja. Weil heute verdienen ja schon Frauen auch viel Geld, also was soll das? Der zweite Punkt ist Gott. Das Universum sorgt für euch. Ja. Warum vertraut ihr der Firma? Warum vertraut ihr dem Staat? Dem vertraut ihr. Und dann tretet ihr im Hamsterrad dieses Konstrukte. Warum vertraut ihr nicht auf die Göttlichkeit? Ja. Die Firma kann pleite gehen. Ja. Der Staat kann bankrott gehen. Und alles kann zusammenbrechen. Ja. Wirtschaftskrise oder sonst was. Aber die Verbindung zu Gott, zu der Göttlichkeit, die kann nie zusammenbrechen. Ja. Warum vertraut ihr nicht der Göttlichkeit? Also angenommen, ihr arbeitet jetzt so, wie ihr wollt. Und der Chef schmeißt euch jetzt zum Teufel. Ja. Okay. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr könnt eine neue Firma suchen oder ihr könnt von Hartz IV leben. Ja? Und wenn ihr von Hartz IV lebt, ist es ja so, dass wenn ihr Familienvater seid, es wird niemals, selbst das Jobcenter ist nicht so kaltherzig, dass es einen Familienvater verhungern lässt. Also das wäre ja ein Skandal ohne Ende. Also wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr Angst? Ja? Denkt immer daran, die Göttlichkeit versorgt euch und die lasst euch nicht hängen. Also, und wenn ihr das seht, wenn ihr das erkennt, dass ihr nur Besucher seid. Es könnte morgen zu Ende sein. Morgen könnte Atomkrieg eintreten. Und habt ihr dann gelebt? Habt ihr gelebt? Nö. Ihr wart im Hamsterrad. Also, lebt jetzt. Ihr müsst jetzt loslegen. Ja? Und das Leben leben, was ihr leben wollt. Das ist Erleuchtung. Ja? Lasst euch nicht einengen durch irgendwas. Ich zum Beispiel, ich lasse mich gar nicht an irgendwelchen Dogmen oder irgendwas aufzwängen. Ja, es war vielleicht ein Fehler, dass ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich schwul bin. Ich bin eigentlich bisexuell. Wenn ich mich in eine Frau verliebe, verliebe ich mich in eine Frau. Wenn ich mich in einen Mann verliebe, verliebe ich mich in einen Mann. Ist mir scheißegal. Ja, und wenn ich allein bin, bin ich allein. Ich lasse mich nichts aufzwängen. Ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Ich lasse mir keine Dogmen aufzwängen. Und wenn ich Selbstmord machen will, was ich nicht mache, okay, momentan ist es nicht, also was, momentan ist es jetzt weit weg. Aber wenn es sein muss, ist auch die Tür Selbstmord bei mir immer noch eine Option. Das ist auch eine Option, was ich mir nicht verbiete. Ja, es ist also, ich lasse mir gar nichts mehr verbieten, weil ich kann nur durch Erfahrungen wachsen. Egal was ich mache, ich sammle Erfahrungen, da kann ich wachsen. Und jeder, der sich irgendwas einzwängt oder verbieten lässt, der ist eingezwängt. Ja, der ist unfrei in seiner Handlungsweise. Genauso, wenn man auch vieles braucht. Man braucht ein Auto, man braucht einen Status, man braucht dies, man braucht das, man braucht jenes. Dieses ganze Brauch ist das Gefährliche, weil dieser Brauchwahn, ich brauche diesen, brauche das, jenes, lasst euch an Fäden hängen, ja? Ihr seid dann wie an Fäden und könnt nicht mehr agieren, ihr seid nicht mehr frei. Stellt lieber eine Frage, brauche ich das wirklich, ja? Konzentriert auf das Wichtige, was ihr braucht und nicht auf das Unwichtige. Und um diese Erleuchtung zu erlangen, möchte ich auch nochmal eins sagen, das ist nichts, wo man spirituell sein muss. Es ist nichts, ihr braucht auch nicht tausende von Büchern lesen, ihr braucht auch nicht einmal meditieren. Es sind Hilfsmittel, Hilfsmittel sind es. Aber es könnte theoretisch ein total materialistischer Mensch, wenn es bei ihm da oben nur klack macht, die Erleuchtung langen. Es ist ja nur ein Hebel, was man umstellt. Ja? Diese ganzen falschen Glaubenssätze, die Tante, Oma, Verwandte euch aufgezwungen haben, diese einfach zu hinterfragen und einfach über Bord zu werfen und dann wirklich einfach das zu machen, was man will. Ja. Und diesen Deal auch, man muss halt natürlich auch eine Verbindung mit dem Universum herstellen und dass man auch diesen Deal, dass dieser Deal auch steht, ja, dann ist alles gar kein Problem, ja. Denkt immer dran, was ihr in diesem Leben nicht schafft und erreicht, könnt ihr immer noch im nächsten Leben. Deswegen bleibt locker, bleibt cool, Leute, bleibt cool, ja. Wenn jemand kritisiert, Widerworte geben ist uncool. Sich zu rechtfertigen ist uncool. Vor allem, wenn man das dann auch schnell macht. Auch der Fehler ist ja zum Beispiel, wenn man gemobbt wird und es kommt ins Kollege und macht eine unfaire Kritik. Ja, wenn man jetzt sofort zurückschießt und sofort was sagt, da ist man schnell in der Falle. Ja, weil der schon längst weiß, schon längst die Gegenantwort weiß. Ja, und dann fängt er an mit dir zu spielen und er ist dann irgendwann der Puppenspieler und du bist die Puppe. Besser wäre es,
Erstmal nichts zu sagen, zumindest erstmal nichts zu sagen, erstmal in Ruhe die Antwort überlegen. Ja, ihr müsst nicht immer sofort eine Antwort geben. Am besten ist mal gar keine Antwort. Aber wenn eine Antwort, dann bitte erstmal überlegen, in Ruhe überlegen. Ja, und irgendwann kann man dann eine Antwort geben, ja, wenn man will. Wenn man dann sicher weiß, das ist dann die richtige Antwort. Das ist eine viel bessere Technik, finde ich jetzt zumindest. Ja, was gibt es noch zu sagen zur Erleuchtung? Ja, also wie gesagt, ihr könnt selber entscheiden, macht der Weg, den ich euch vorschlage, euch glücklich, ja, oder wollt ihr lieber im Hamsterrad weitertreten? Wenn es euch glücklich macht, sage ich nichts, ja. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, ja. Also, wie gesagt, das ist ein Feeling. Erleuchtung ist einfach nur ein Feeling. Sich nicht mehr wichtig nehmen, ja. Das ganze Leben nicht mehr wichtig nehmen. Es ist auch nicht so wichtig, sich selber nicht wichtig nehmen, sein Ego nicht wichtig nehmen. Es ist alles gar nicht so wichtig, wie man sich das vorstellt. Weil irgendwann müssen wir eh gehen. Das muss aber richtig auch mal ins Unterbewusstsein. Also nicht immer nur sagen, ja, ich lebe den Tag, als wäre es der letzte, sondern das auch mal wirklich mal umsetzen. Auch mal wirklich mal in die Tiefe, in die Tiefe lassen, ja. Und nicht dann wieder, ja, aber morgen muss ich arbeiten und morgen muss ich alles wieder machen, was der Chef sagt. Und auch wenn es mir gar nicht gefällt, auch wenn ich dann unglücklich bin, dann mache ich es trotzdem falsch. Ja, ich muss an der Situation etwas ändern. Das ist der Punkt. Ja, und dann werdet ihr auch feststellen, wenn ihr die Erleuchtung habt, dass es alles nur Spiel ist. Dass alles nur Spiel ist und dass die Leute, wo auf euch zukommen, euch was sagen, dass das alles nur Programm ist. Und dann kann man das analysieren und sagen, Mann. Und interessant, ein unentwickeltes Bewusstsein. Krass, ja. Und so geht ihr dann durch die Welt und das ist dann cool. Das ist dann dieses coole Feeling der Erleuchtung. Ja, wenn ihr natürlich auch noch Techniken habt, wie man Erleuchtung erlangen kann, natürlich könnt ihr euch schreiben. Das ist jetzt so meine Erfahrung, wie gesagt. Also, ich hoffe, ich habe euch damit sehr geholfen. Teilt das Video, abonniert meinen Kanal, spendet, wenn es geht. Wie ihr seht, ich habe mit Spendengeldern dies hier finanziert. Ein wunderbares Mikro mit einer super Qualität. Und wie gesagt, ich setze das auch mit. Keine Angst, ich versaufe das nicht, sondern ich tue das, guck, dass ich dann bessere Videos mache. Ja, alles klar. Ich wünsche euch eine gute Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald.